das Ziel auch im neuen Köpfsystem gleich. Vor einem Jahr hatte Chur gegen St. Gallen bereits nach 14 Sekunden den ersten Gegentreffer erhalten. Heute aber startete St. Gallen nicht eben druckvoll in die Partie. Barnetta. Es verging beinahe eine halbe Stunde, bis Chur-Golic in Wuba erstmals eingreifen musste. St. Gallen-Trainer Peischl von der Sonne geblendet, nicht aber vom Auftritt seiner Mannschaft. Sein Team zeigte die Aggressivität irgendwie am falschen Ort. Immerhin, es gab einen Freistoß. Naldo knapp vorbei. Der FC St. Gallen zwar deutlich mehr im Ballbesitz, aber klare Chancen blieben eine Rarität. Die Gäste zu kompliziert, ohne Power und die Churer. Der Erstligist schien nicht so recht an eine Überraschung zu glauben. Diese Einzelaktion des Treuhänders Galuori, eine löbliche Ausnahme. Dafür gab es von Trainer Nusör persönlich Applaus. Die Bündner ungefährlich, die St. Galler unwesentlich besser. 0:0 das logische Resultat. Naldo, der hatte wenige gute Momente. Zellweger gegen 3. Merenda, doch noch ein Tor vor der Pause. Alles in allem die Führung natürlich verdient, aber zwingend war das 1:0 für den FC St. Gallen in der 43. Minute nicht gewesen. Die Churer Verteidigung ausgehebelt von Moreno Merenda. In der Pause gab es nur wenig Gesprächsstoff. Auch den Zuschauern war aufgefallen, dass sich der Super League-Verein mit der engen Deckung äußerst schwer getan hatte. Wenig Stimmung an der Ringstraße auch nach dem Seitenwechsel. Mensa. Mensa gegen alle. Mensa. Mit dem 2:0. Ein herrliches Solo und endlich eine Aktion, die das Eintrittsgeld wert gewesen war. 53 Minuten gespielt und mit dem zweiten St. Galler Treffer erübrigten sich bei 1800 Zuschauern alle Spekulationen auf eine Köpfsensation. St. Gallen verpasste die Möglichkeit, das Resultat noch zu erhöhen. Jin Wuba parierte den Freistoß von Imhof spektakulär. Jenny konnte nicht vom Abpraller profitieren. Dem oberklassigen Verein genügte heute eine bescheidene Leistung zum Sieg. Den Churern blieb nichts erspart. Nach diesem Foul musste Marco Bühler vorzeitig unter die Dusche. Am Resultat aber änderte sich nichts mehr. St. Gallen gewann mit 2:0. Wie sieht Ihr Schlussfazit nach 90 Minuten aus, jetzt nach dem Match? Ja, 2:0 gewonnen, nicht brilliert, eine Runde weiter. Wir wollten einmal mit dem 0:0 in die Halbzeit kommen und dann hätten wir vielleicht noch mal was machen können mit dem Publikum im Rücken. St. Gallen wäre vielleicht nervös geworden, aber an dem Tag waren sie schwer zu schlagen. Chur St. Gallen 0:2, das gleiche Resultat wie vor einem Jahr. Die Berge lassen sich eben doch nicht so leicht versetzen.